Franz Schubert war der Überzeugung, wer die Musik liebt, kann nie ganz unglücklich werden. Dieser gebürtige Sachse liebte die Musik und wollte Pianist werden. Meine erste persönliche Begegnung mit Herrn Bahr war eine Preisverleihung mit dem Namen Heinrich Alberts Friedenpreis. Und er hat sich sehr gerne zwei Stücke gewünscht, von einem Konzertpianist zu spielen. Ich hatte unglücklicherweise Fieber und ich war todkrank, aber keiner konnte mich damals vertreten. Und dann dachte ich, zieh das durch. Und das war tatsächlich ein entscheidender Punkt, weil er auf mich gewartet hat und hat mir die Blumen gebracht und ein sehr nettes Wort gehalten, dass er sehr dankbar war, weil die Stücke ihm sehr an Herz lagen und dass er eigentlich selber Pianist gewesen ist. Und er hat ganz genau zugehört, wo ich Schwierigkeiten hatte, bei welchen Stellen. Dann hat er gesagt, wissen Sie, genau bei den Stellen hatte ich auch Schwierigkeiten und musste mit meiner Klavierlehrerin quasi die lösen, diese Probleme. Und in dem Moment habe ich eine Verbindung, persönliche Verbindung zu ihm empfunden, weil ich nicht gewöhnt bin, ehrlich gesagt, von so großen Menschen und Legenden so angesprochen zu sein. Ich habe bewundert, dass er bis ins hohe Alter, bis zu seinem Tode, bei nicht nur klarem Verstand war, sondern von analytischer Brillanz und von sprachlicher Schärfe. Und er hat auch nicht um den heißen Brei herumgeredet. Er hat seine Ansichten sehr klar, aber zugleich sehr ruhig vorgetragen. Er war nicht der Mann des heftigen Dazwischenredens und des eifernden Polterns, sondern war von gelassener Genauigkeit. Und wir haben uns auch manchmal gestritten und man konnte mit ihm herrlich streiten. Er hat nie übel genommen. Er hat seine Meinung vorgetragen, hat die andere respektiert und man hat sich gegenseitig zu überzeugen versucht. Es ist schade, dass man sich nicht mehr mit ihm streiten kann und nicht mehr seinen präzisen, brillanten Analysen zuhören kann. Ich spreche nur durch Musik. Und dann dachte ich, ich versuche, diese internationale Sprache, musikalische Sprache zu benutzen und durch die Sprache Licht und Fröhlichkeit und positive Energie quasi in Gedanken zu bringen. Und die Herzen, die gerade leiden, in dem Moment ein bisschen zu streicheln. Ich glaube, er beobachtet jetzt gerade uns und lächelt ein bisschen. Ich nehme an, er wird weiterhin sein Zigarettchen rauchen und sich jetzt mit Helmut Schmidt in einem Raucherkabinett des Himmels finden.